Österreich lehnt den UN-Migrationspakt konsequent ab und nimmt die UN-Flüchtlingsresolution zur Kenntnis, da diese ausdrücklich kein Abkommen wie der UN-Migrationspakt ist. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von FPÖ TV Direkt. Während der UN-Migrationspakt nicht zwischen legaler und illegaler Migration unterscheidet und die Fluchtgründe erweitert, stellt sich die UN-Flüchtlingsresolution ganz anders dar und kann auch nicht zum Völkergewohnheitsrecht werden. Die darin enthaltenen Punkte der Flüchtlingsresolution entsprechen schon derzeit den Regelungen, zu denen Österreich sich bekennt, wie der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention. Am Dienstag präsentierte Sportminister HC Strache die Sportstrategie Austria. Österreich soll wieder zu einer echten Sportnation werden. Die Weichen wurden nun gestellt. Mir war es ein großes Anliegen, dass es zum ersten Mal für den österreichischen Sport eine Strategie gibt, die alles umfasst. Nicht nur über eine Regierungsperiode geht, sondern darüber hinaus. Und vom Breiten bis zum Spitzensport, von der Schule bis zur Gesundheit, bis zur Bildung, alles mit umfasst. Rund ein Jahr ist es nun her, dass die neue Bundesregierung angelobt wurde. Seither wurden Woche für Woche positive Maßnahmen zum Wohle der Österreicher umgesetzt. Die Stimmung in der Koalition ist nach wie vor hervorragend. Wir haben eines gezeigt, nämlich dass man auch professionell und menschlich korrekt miteinander zusammenarbeiten kann, abseits von Streit und Zwietracht, wie das vormals auch der Fall war. Das war die nächste Ausgabe von FPÖ TV Direkt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.